Guten Tag und herzlich willkommen zu dem Video Programm Verkehrsdrehscheiben. Es handelt sich hierbei um ein Video aus der Reihe der Planungshilfe Verkehrsdrehscheiben, welche der Verband Öffentlicher Verkehr im August 2023 veröffentlicht hat. Diese Folie zeigt die Themen aus der Planungshilfe, die in diesem Video beleuchtet werden. Sie sind als Übersicht gedacht, falls Sie, liebe Zuhörende, in der Planungshilfe etwas nachschlagen möchten. Für Sie erstellt haben das Video Helen Bieser vom Amt für Raumentwicklung ARE sowie Christine Haag von SBB Infrastruktur. Wir vertreten die These, dass Akteure eine höhere Planungssicherheit erreichen, wenn sie die vielfältigen Abhängigkeiten an Verkehrsdrehscheiben in ihren Planungen berücksichtigen. Um dies aufzuzeigen, machen wir zunächst eine allgemeine Einordnung, in der wir den Zweck, die Herausforderungen und die Betrachtungsebenen von Verkehrsdrehscheiben vorstellen. Anschließend gehen wir auf Grundlagen und Studien auf nationaler und regionaler Ebene ein, wie sie im Programm Verkehrsdrehscheiben gefestigt worden sind. In einem separaten Video betrachten wir die Planungsinstrumente und Abläufe der Akteure sowie die Abhängigkeiten, die daraus resultieren. Zunächst zum Zweck und den Funktionen von Verkehrsdrehscheiben. Verkehrsdrehscheiben dienen der Vernetzung der Siedlungsgebiete mit dem Gesamtverkehrssystem, hier aufgeführt als Funktion 1. Sie verknüpfen die verschiedenen kombinierbaren Verkehrsmittel und Netze für intermodale Wegeketten und unterstützen damit eine abgestimmte räumliche Entwicklung. Auf großräumiger Ebene verbinden sie städtische und ländliche Gebiete. Im Lokalen stärken sie das Wegnetz für den Fuß- und Veloverkehr an der Drehscheibe selbst sowie in die Quartiere. Damit Pendlerinnen und Pendler Verkehrsmittel kombinieren, muss das Umsteigen schnell gehen, das heißt Funktion 2, Verkehrsmittelwechsel, muss über kurze Wege erfolgen. Reisende möchten auch die Möglichkeit haben, Wartezeiten gut zu nutzen. Verkehrsdrehscheiben sind also nicht nur Umsteigeorte. Wenn sie Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen anbieten oder mit attraktiven öffentlichen Räumen zum Aufenthalt einladen, erhöhen sie die Motivation zum Umsteigen. Zudem bringen sie einen Mehrwert für Anwohnerinnen und Beschäftigte. Es sind die Funktionen 3 und 4. Wichtig dabei ist, dass die neuen Angebote jene der bestehenden Regional- und Stadtzentren ergänzen und nicht gefährden. Im Umfeld der Drehscheiben wird auf diese Weise die Siedlungsentwicklung nach innen gefördert und der Siedlungsraum mitgestaltet. Gute Verkehrsdrehscheiben stärken zudem die Identität des Ortes, Funktion 5. Verkehrsdrehscheiben müssen in der Qualität und in der Quantität immer mehr leisten. Die Mobilität wird inklusiver und vernetzter. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Mobilität, unter anderem, weil immer mehr Menschen in der Schweiz leben und die Freizeitmobilität zunimmt. Menschen nutzen, wie erwähnt, Verkehrsdrehscheiben nicht bloß beim Reisen, sondern gerne auch als attraktive öffentliche Räume mit Einkaufsmöglichkeiten. All diese Anliegen betreffen den gleichen beschränkten Raum. Begrenzt sind auch die finanziellen Möglichkeiten der beteiligten Akteure. Technische, funktionale, historische, terminliche und weitere Abhängigkeiten schränken den Handlungsraum zusätzlich ein. Um gute Verkehrsdrehscheiben zu realisieren, sind daher koordinierte Planungen zwischen den Akteuren und Staatsebenen erforderlich. Im Folgenden gehen wir auf Rahmenbedingungen, Planungsprozesse und Abhängigkeiten ein, die typischerweise für die Planungen der Akteure relevant sind. Verkehrsdrehscheiben sind Bestandteile von Gesamtverkehrssystemen. Die Planungen laufen daher auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, national, regional und lokal. Sie sind sowohl aus der Perspektive der Akteure als auch aus der Perspektive der Nutzenden zu betrachten. Dieses Video behandelt zunächst die Abstimmung von Raum und Verkehr auf großräumiger, das heißt nationaler bzw. regionaler Ebene. Hier ist eine Gesamtbetrachtung der übergeordneten Strategien mit Netzen, Knoten und Netzhierarchien unabdingbar. Insbesondere das Programm Verkehrsdrehscheiben mit seinen Grundlagenstudien hat die Relevanz dieser Abstimmung bekräftigt. Darauf werden wir im Folgenden weiter eingehen. In einem separaten Video zeigen wir Abhängigkeiten bei lokalen Planungsabläufen auf, das heißt, wie Projekte ineinandergreifen.
Die Themen Konzeption sowie Ausrüstung und Gestaltung der lokalen Verkehrsdrehscheibe sind Gegenstand weiterer Videos. Dazu später mehr. Helen Bisang stellt uns nun Grundlagen und Studienergebnisse aus der nationalen Perspektive vor. Bund und Kantone definieren gemeinsam eine Erschließungsqualität, die nach Raumtypen abgestuft ist und mit einem entsprechenden Verkehrsangebot einhergeht. Die Grundlagen sind im Sachplan Verkehr Teilprogramm festgeschrieben. Verkehrsdrehscheiben sollen helfen, Straßen zu entlasten und so die Zentren besser erreichbar zu machen. Zudem sollen sie ländliche Räume mit den Agglomerationen und den Städten vernetzen. Dafür sind die Verkehrsnetze von Straße und Schiene mit den Netzhierarchien im Individualverkehr und im öffentlichen Verkehr großräumig zu betrachten, zusammen mit den Verkehrsmitteln. Den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Netzen und Verkehrsmitteln kommt eine Schlüsselfunktion zu. Wieso ist es wichtig, den Gesamtverkehr zu betrachten? Dies lässt sich anhand des Pendlerverkehrs erklären. Trotz Homeoffice haben die Pendlerströme großen Einfluss auf den Verkehr. Sie konzentrieren sich auf die Agglomerationen, wo über 80% der Beschäftigten arbeiten oder ihre Ausbildung absolvieren. Da Pendlerinnen und Pendler viele Wege im Auto zurücklegen, kommen die städtischen Verkehrssysteme zunehmend an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Um Verkehrsmittel aufgrund ihrer Stärken und bestehender Infrastrukturen besser zu nutzen, wird die 4V-Strategie vorangetrieben. Darunter verstehen wir das Vermeiden von Verkehr durch entsprechende raumplanerische Maßnahmen, zum Beispiel die Nähe von Wohn- und Arbeitsort, das Vernetzen unterschiedlicher Verkehrsmittel dank Verkehrsdrehscheiben, das Verlagern des motorisierten Individualverkehrs auf den öffentlichen Verkehr, den Fuß- und Veloverkehr oder Sharing-Angebote, zum Beispiel durch begleitende Maßnahmen, und den Verkehr verträglich zu gestalten. Die Verkehrsdrehscheiben spielen bei dieser Strategie eine wichtige Rolle. Um sie weiterzuentwickeln, erarbeiten die Akteurinnen und Akteure ein Konzept für einen funktional zusammenhängenden Raum. In diesem Raum sind die Gemeinden und Regionen durch Verkehrsbeziehungen miteinander verbunden. Das kann zum Beispiel eine Agglomeration, ein Kanton oder auch ein kantonsübergreifender Handlungsraum, wie zum Beispiel die Genfersee-Region sein. Die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen Verkehr und Siedlung machen die Koordination über alle Staatsebenen anspruchsvoll. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden haben deshalb im September 2021 mit der Erklärung von Emmenbrücke das Programm Verkehrsdrehscheiben lanciert. Und damit haben sie die Förderung von Verkehrsdrehscheiben bekräftigt. Der Bund schlägt im Sachplan Verkehr Teilprogramm Mobilität und Raum 2050 fünf Typen von Verkehrsdrehscheiben vor. Sie unterscheiden sich vor allem aufgrund ihrer Lage sowie ihrer Funktion. Typ 1 ist eine Hauptdrehscheibe im Zentrum einer großen Agglomeration. Sie ist Knotenpunkt für den schienengebundenen ÖV im Fern-, Regional- und Ortsverkehr, wie zum Beispiel in Genf, Basel und Zürich. Typ 2, die sekundäre Drehscheibe, liegt nahe dem Zentrum einer großen Agglomeration. Sie verbindet den regionalen und lokalen ÖV und teilweise auch den Fernverkehr. Sie hat das Potenzial, mit Tangentiallinien die Hauptdrehscheibe zu entlasten. Zu finden ist der Typ in Wankdorf bei Bern oder in Renon bei Lausanne. Typ 3 ist die zentrale Drehscheibe.
Sie verbindet im Kern einer kleineren oder mittleren Agglomeration den lokalen, regionalen und nationalen Bahnverkehr. Als Beispiel dienen Bellinzona oder Delémont. Beim Typ 4 handelt es sich um regionale Knoten, die innerhalb oder außerhalb einer Agglomeration den Regionalverkehr mit dem Ortsverkehr verknüpfen. Der Zugang zu diesen Drehscheiben erfolgt teilweise auch mit dem Auto. Hier sind als Beispiele Piasca oder Zernez zu nennen. Drehscheiben vom Typ 5 dienen der Bündelung des MIV im Sinne von Park and Ride. Sie liegen an ÖV-Haltestellen mit häufigen und schnellen Verbindungen ins Zentrum. In gut erschlossenen Orten im ländlichen Raum oder in Randlagen einer Agglomeration unterstützen sie den Umstieg vom Auto oder Velo auf den ÖV, wie beispielsweise in Bern-Neufeld oder Mellingen-Heitersberg. Diese unterschiedlichen Typen von Verkehrsdrehscheiben funktionieren im Zusammenspiel mit den anderen Drehscheiben und den Netzen. Im Rahmen des Programms Verkehrsdrehscheiben haben das UVEC, das heißt das ARE, das ASTRA und das BAV sowie weitere Planungspartnerinnen in den Jahren 2021 bis 2023 verschiedene Grundlagenstudien erarbeitet. Sie analysieren unter anderem die verschiedenen Typen von Verkehrsdrehscheiben, ihre Verlagerungseffekte vom MIV auf flächeneffizientere Verkehre wie den ÖV, den Fuß- und Veloverkehr sowie Sharing-Angebote. Die Studien untersuchen auch die Wirkung von begleitenden Maßnahmen und die Rolle der Digitalisierung. Diese Themen greifen ineinander. Dies bestätigen zwei Studien zu einer schweizweiten Verortung der Drehscheibentypen des Sachplans Verkehr, Teilprogramm. Für die Typisierung braucht es ein Gesamtkonzept mit einheitlichen Datengrundlagen. Für die planerische Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, für die Angebotsplanung und die Ausgestaltung der Drehscheibentypen. Weiter hat der Bund die Finanzierungsmöglichkeiten von Verkehrsdrehscheiben geprüft. Er kann diese über das Programm Agglomerationsverkehr finanziell unterstützen. Dazu kommen wir später noch. So viel zu den Grundlagen und Studien aus nationaler Perspektive. Nun gehen wir über zu ausgewählten Erkenntnissen aus einer kantonalen oder regionalen Perspektive. Ein Beispiel, wie die Typisierung gemäß Sachplan Verkehr weiterentwickelt werden kann, zeigt die Studie Typisierung und Verortung von Verkehrsdrehscheiben im Handlungsraum Luzern. Das ARE hat diese Studie gemeinsam mit den Kantonen Luzern, Nidwalden und Schwyz, den Regionen und den Transportunternehmen erarbeitet. Die Beteiligten haben untersucht, wo welcher Typ von Verkehrsdrehscheiben liegen soll und wo welche Verkehrsmittel die größte Bedeutung haben. Anhand der bestehenden Drehscheiben wurde ein Wirkungsmodell entwickelt. Es zeigt die großräumigen Einflussfaktoren, das heißt die Wechselwirkungen zwischen Raum- und Verkehrsstruktur und die Zusammenhänge mit der Bevölkerungsentwicklung und dem Mobilitätsaufkommen. Zudem zeigt das Wirkungsmodell die lokalen Wechselwirkungen zwischen Umfeld und Drehscheibe. Die Studie stützt die Typisierung der Drehscheiben auf zwei große Kategorien: ÖV-ÖV-Drehscheiben und MIV-ÖV-Drehscheiben. Sie unterteilt diese für den Handlungsraum Luzern in 6 verschiedene Typen. Die Typisierung hilft, im Rahmen von Abstimmungsprozessen zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren verschiedener Staatsebenen die unterschiedlichen Interessen aufzuzeigen. Sie dient dazu, Lösungen für Engpässe zu finden, Projekte für den Ausbau von Verkehrsdrehscheiben zu planen, zu priorisieren
und mit der Siedlungsentwicklung abzustimmen. Die Verkehrsdrehscheiben sollen deshalb in den Planungsinstrumenten verankert werden. Bestehende Verkehrsdrehscheiben im Handlungsraum Luzern wurden nach folgenden Kriterien den beiden Kategorien zugeordnet. ÖV-Drehscheiben werden anhand der Lage im Raum bzw. der Gemeindetypologie und dem ÖV-Angebot sowie dem Vernetzungsgrad typisiert. MIV-ÖV-Verkehrsdrehscheiben liegen an gut erschlossenen Lagen im ländlichen Raum oder an einer Haltestelle mit häufigen und schnellen ÖV-Verbindungen ins Zentrum. Sie unterstützen den Umstieg vom Auto oder Velo auf den ÖV oder fördern Fahrgemeinschaften. Oft sind sie klassische P&R-Anlagen. ÖV-MIV-Bündelungsdrehscheiben können allerdings straßenseitigen Mehrverkehr generieren und eine weitere Zersiedlung begünstigen. Die Studie im Handlungsraum Luzern zeigt, dass es begleitender Maßnahmen bedarf, um die Wirkung der Verkehrsdrehscheiben zu stärken. Das ARE hat in der Vertiefungsstudie begleitende Maßnahmen zu Verkehrsdrehscheiben, deren Wirkung an einigen konkreten Beispielen analysiert. Die Autoren haben dafür vier bestehende Verkehrsdrehscheiben in der Schweiz untersucht: Bernbrunnen, Lausanne-Wenns, Châtel-Saint-Denis und Altdorf. Die Resultate zeigen, dass es sowohl angebots- als auch nachfrageorientierte Maßnahmen braucht, um Pendlerinnen und Pendler zum Umsteigen zu motivieren. Diese Pull- und Push-Maßnahmen stehen, wie hier dargestellt, mit dem Raum in Wechselwirkung. Mehr Wirkung wird erzielt, wenn lokale Maßnahmen mit großräumigen Maßnahmen kombiniert werden. So können überkommunale begleitende Maßnahmen, wie zum Beispiel Verkehrs- oder Parkraummanagement, den Modal Split in Zentren zugunsten des ÖV und des Fuß- und Veloverkehrs verändern. Vor allem an größeren Drehscheiben sind eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums und der Bauten zusammen mit angebotsorientierten Maßnahmen ausschlaggebend. Zum Beispiel eine einfache Orientierung, kurze und attraktive Fuß- und Veloverbindungen, gut aufeinander abgestimmte Fahrpläne sowie Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote. Begleitende Maßnahmen stärken somit die fünf Funktionen, die wir weiter vorne eingeführt haben. Neue digitale Technologien und Mobility as a Service erleichtern es, die Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren und intermodale Wegeketten zu wählen. Der Bund ist bestrebt, mit Gesetzesanpassungen den Zugang zu den notwendigen Mobilitätsdaten wie Geodaten, Betriebsdaten und Tarifdaten zu vereinfachen. Die Studie begleitende Maßnahmen zu Verkehrsdrehscheiben kommt zum Schluss, dass diese heute nur unzureichend in den Planungsinstrumenten thematisiert werden. Damit sie ihre Wirkung im Gesamtsystem von Siedlung und Verkehr entfalten, sollen sie künftig in Abstimmung mit den Transportunternehmen in den strategischen Planungsinstrumenten von Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden verankert und über die verschiedenen Planungsebenen noch verstärkt koordiniert werden. Der Bund unterstützt dabei fachlich und finanziell, insbesondere im Rahmen der Agglomerationsprogramme. Da Verkehrsdrehscheiben zusammen mit begleitenden Maßnahmen die Funktionstüchtigkeit der Netze beeinflussen, sollen sie künftig noch stärker für die intermodale Gesamtverkehrsplanung eingesetzt werden. Das waren die Einblicke in das Programm Verkehrsdrehscheiben. Was heißt es nun für lokale Akteure? Einerseits haben wir die Typen Verkehrsdrehscheiben kennengelernt. Es kann inspirierend sein, für die Weiterentwicklung eines Standorts sich Verkehrsdrehscheiben gleichen Typs anzuschauen und sich mit den Verantwortlichen auszutauschen. Zu beachten ist auch, dass begleitende Maßnahmen aus einer regionalen oder kantonalen Gesamtverkehrssicht konzipiert werden, also über die lokalen Grenzen abgestimmt werden müssen.
Wir haben auch gehört, dass Verkehrsdrehscheiben und begleitende Maßnahmen in den Planungsinstrumenten berücksichtigt werden sollen. Hier empfehlen wir zu dem separaten Video zu Planungsinstrumenten, Abläufen und Abhängigkeiten überzugehen. Es schließt inhaltlich unmittelbar an das eben gehörte Video an. Außerdem haben wir Videos zu weiteren Themen. 4 Videos aus der lokalen Perspektive der Akteure, zunächst zur bedarfsgerechten Dimensionierung und nutzerfreundlichen Ausrüstung der Wege, dann zum Thema der Nutzungspläne, ein Video, in dem die Akteure Standortgemeinde und Infrastrukturbetreiberin sich vorstellen und schließlich ein Video, das Interessensabwägungen innerhalb der Planung näher bringt. Außerdem haben wir ein Video, das die Perspektive der Nutzenden in den Vordergrund stellt. Und natürlich steht die Planungshilfe Verkehrsdrehscheiben zum Nachlesen und Anwenden zur Verfügung. Wir verabschieden uns von Ihnen, danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Erfolg bei der Planung von Verkehrsdrehscheiben.